So, wir müssen einfach jetzt nach oben. Wenigstens Nähere nicht dich alleine. der Wand bei der Klettern. Klettern? Ah, hier. Achso. Was ist hier? Dungeon einfach. Schon dabei. Schön mal, was ist das Problem? Man kann Leute, rennen. vergiss nicht zu abonnieren und das Video zu bewerten. Drücke um klettern oder springen. Wow, gechillt. Mann, ist das War laut. das? Soll man ja auch meilenweit hören können. Ja, theoretisch weiß ich das, aber. Oh, so viel zu Warning. Plan A. Cliff Erosion. Was ist hier auf der Seite? Na los. Alles für die Aufnahme, ne? Yes. Sieht gar nicht so schlimm aus. Runter zu springen. Hm? Also hier geht's lang. Das da, wo du was geht's weiter. Hey Mark, ich wollte mich nur für die Unterstützung bedanken. Was? Fürs Filmen oder was? Nein, für den ganzen Trip. Wie du weißt, sind manche Crewmitglieder immer mal wieder anstrengend. Jamie und Kate hätten nie mitgemacht, wenn du nicht dabei gewesen wärst. Ich dachte, die Folge war so eine Katastrophe, dass wir jede Unterstützung brauchen. Stimmt. Ja. Scheint so. Ich verstehe immer noch nicht ganz, ob das hat es jetzt mit dem Serienkiller zu tun, hat irgendwas mit dem Teufel zu tun, habe ich jetzt nicht so richtig verstanden. Ich habe es auch nicht gecheckt. Weg von allem bin, dass ich vielleicht eine Auszeit hätte und etwas entspannen könnte. Auszeit? Wozu soll das gut sein? Naja, bisschen runterkommen. Das ist nichts für mich. Und vor allem, was für Folge. Als ob dies nicht eine echte Gerichtsverhandlung war. Das sind eine Menge verlorener Leben. War wohl ein übler Sturm. Felsen. Ich will diese Stefan, Serie. Du bist so dumm. Drücke X. Oh, jetzt noch rüberspringen. Nein, Crank. Zu springen. Alter. Die wollen halt echt da drauf, ey. Aha. Ist nicht hier. Ja, da. Aha, Feuerzeug. Was hab ich jetzt dabei? Aber ich habe ein Foto gemacht. Ups. Wenn wir fertig sind, hätte ich gerne ein paar Wochen frei Familie besuchen. Ich brauche dich im Schnitt. Ich schätze dein scharfes Auge sehr, weißt du? Bei mir ist im Moment eine Menge los, Charlie. Oh, ja, natürlich, sicher. Nimm dir ein paar Wochen. Sortier dich. Ist echt nett. Ich schaffe den Schnitt auch allein. Ich habe keine du auch versuchen, ich hab's nur eine Auszeit nehmen. Hast du keine Familie, die du nerven kannst? Oh, tja. Keine Mrs. Lonnet, die du irgendwo im Schrank versteckt hast. Hier mit dem Job. Mit dem Job verheiratet. Und wie läuft die Ehe so? Im Vergleich zu echten Ehen wahrscheinlich ziemlich gut. Mit dem Job verheiratet. Okay, perfekt, wenigstens wieder hier raus. Ja, gleich da. Man muss ballern. Halt dein Maul. Ja, was passiert, wenn du runterspringst? Dann bist du, glaub, tot. Das war's dann auch mit Charlie. Komm.
Easy. Anas. Warte, der Rabe. Amen. Oh mein Gott. Dani, ich verstehe ja, dass ich mich am Anfang erschrecke, aber wie erschreckst du dich danach, obwohl du weißt, dass was kommt? Das auch. Ja, aber ich dachte, weil es bei dir gekommen ist, kommt es bei mir nicht mehr. Ey, was ist das? Ey, Mann, ey. Ich dachte, es kommt nicht mehr, weil es bei dir gekommen ist. Ich habe drauf gewartet, was da jetzt ist. Nee, scheiße. Wenn es jetzt schon so mit Jumpscares ist, ey. Ich sehe mir nur das Licht auf dem Nebel an. Was Wie ist soll hier? Das bitte in die Show passen? Ist mir nur aufgefallen. Ah, hier geht's rein, Komm. Oder? Du alter Oder geht's bei dir rein? Ich kann das nicht einfach abschalten. Viel von dem kreativen Zeug und dem kommerziellen Zeug überschneidet sich. Bist du da sicher? Die Überschneidung mit Kate hat nicht gerade... Wir wollten das dieses Wochenende sein lassen. Ich will nur, dass du konzentriert bleibst. Also von hier geht's nicht. Hier ist geschlossen. Komm, also gib noch da ist... Da, Nein. Optimistisch. Da ist noch ein Weg gewesen. An der anderen Seite, da ist offen. Hier, wo ich bin. Hey, wo bist du? Hä? Hier. Hä? Gab's dort noch einen Weg? Ja, hier hinten. Ist sogar noch ein Haus und so. Was ist dann hier? Genau. Ich glaube, da geht's in den Leuchtturm rein, da müssen wir hin. Aber hier ist halt noch was extra, so ein extra Haus daneben. Okay, da gehen wir rein, ey. Guck du hinten rum. Okay, ist eh verschlossen. Wir gehen beide einfach, lieber. Da geht's nicht. Was hier? Aha. Hier. Was ist das hier, ey? Das Ding hat schon ewig keiner angefasst. Warum dröhnt dann das Horn noch? Weil es immer noch Nebel gibt. Es geht jetzt alles automatisch. Wie hieß der, den wir gespielt haben? Am Anfang? Irgendwas mit J, glaube ich. Maria und der andere. Marie auf. Josef? Also, keine Ahnung. Nein, auf jeden Fall nicht Josef, Mutter. Warte, lass mich mal. Read, please. Jeff. Ist er nicht Jeff? Ja, Jeff war's, genau. Hier steht's doch, Jeff. Wann war das? In welchem Jahr? 2000. Ja, hier auch ein Brief von 2000. Aber Marie ist hier nicht. Oder Maria, oder wie die hieß. Da sind, glaub, nur die Namen von den Männern, genau. Okay, ansonsten gibt's hier nichts mehr. Was ist hier? Was ist das? Ja, ansonsten gibt's hier nichts mehr. Das muss wichtig sein, glaube ich. Ja, da steht irgendwas. Kannst du jetzt zeigen, die Zuschauer können pausieren und lesen. Auf jeden Fall kein gutes Zeichen. Ja. Wie immer. Typisch Männer mit Anhalt. Hä, was war das hier? Aha. Hä, was ist jetzt los? Was ist das? Fischfabrik schließt. Spannende Sache. Fischfabrik. Ich frag mich, wie das aussieht. Wenn wir Vorhersagen finden, also was das Gegenstand dafür ist.
Die Sache ist, wird es hier sowas geben? Das ist auch die Frage. War wohl Weil die bis jetzt Schlagzeile damals. immer noch nichts gesehen. Und das mit den Münzen ist halt auch noch die Sache. Ja, das ist aber, es hat irgendwas mit dem Tod, wenn wir eine Leiche oder so finden, denke ich mal, gibt es da solche Aber Münzen. ja, schon. Aber finde nicht, dass wir jetzt damit die Vorhersagen kaufen müssen oder so. Oh, das wäre eklig, ey. Aber ich drück doch X an. Willst du auch aufstehen oder willst du weiterkriechen? Ah, ich muss warten, bis du durch bist oder was? Ja. Okay, jetzt. Weil wir beide zu breit sind oder so. Keine Ahnung. Na, breit sehe ich nicht so, ist aber egal. Ich habe ein bisschen Angst, weil in Horrorfilmen ich. Da halt so Klischee, aber da sterben die Dunkelhäutigen auch immer als erstes. Ja, das ist Klischee. Von hier können wir Vielleicht rein, wären es aber. Männer, Leute. Bin nix. Wieder eine Rabe. Aha, was ist das? Sieht ziemlich alt aus. Ach so, ich kann es jetzt mit. Was habe ich denn? Was ist Krawattennadel? Du hast eine Krawattennadel dabei. Yes. Aha, Was ist ist es die das? Münze? Was ist das? Nur eine alte Münze. Ja. Ah, das ist die. Diagramme freischalten. Mit Obolo können Dioramen freigeschaltet werden. Hals und Beinbruch. Könnte auch lesen lernen. Keine Ahnung, ich habe gedacht, man findet Hey, es nur bei den Toten, tut mir aber. leid, dass ich es dir manchmal etwas schwer mache. Aber ohne dich würde ich das alles nicht schaffen. Das stimmt nicht. Können wir Ich das hier bin vielleicht am aufmachen? Steuer. Von was? Von Lonnet Entertainment. Aber du hältst den Motor Manche am Sachen können Laufen. geschoben Das werden. ergibt keinen Sinn. Mann, da will man jemandem ein Kompliment machen? Danke, Charlie. Versteh schon. Aha, wir müssen es da hinschieben, weil hier ist ein offenes Fenster. Und ich vermute mal, die Tür ist dazu, wetten. Ja. Schieben wir mal. Aber wie schiebt man das? Von hier, oder? Ah ja, Mann. Das so, ne? Voll komisches Schieben, ey. Okay. Darf ich auch rein? Hier ist hier irgendjemand. Scheiße, was zur Hölle ist das? Was? L2 gedrückt halten. Schön, dich kennenzulernen. Alter, guck Schott. einfach. Was ein Fuchs, ey. Was ist das hier? Achso, das kann man nicht aufmachen. Warte. Ist noch eine Tür? Hier kann man lang. Ja, natürlich gehe ich vor. Weil wir Hier müssen da muss nur rein. mal frisch bezogen werden. Oh, und neue Vorhänge. Und 10 Liter Desinfektionsmittel. Hier sollen die Dinger schlafen oder was? Sich ausruhen. Nein, die wollen doch hier nur ein Foto machen, oder nicht? Keine Von der Ahnung. Landschaft. Ich fahr's mal hoch. Ich komme hinterher, ich sehe nichts. Charlie, mir ist nicht ganz wohl bei der Sache. What the Jemand stopft Was dir ist gerne die das? Lieder aus. Entspann Was kann ich dich. da für ein Foto machen? Ich habe Tolles Fotokamera Hobby. dabei. Mach Foto. Warte, ich mach Licht. Bin zu weit weg. Zu nah, meine ich.
Hier ist auch eine Kamera an der Wand. Hast du gemacht? Wie mache ich Bild? Also, abgemacht. Was ist das? Ob es was bringt, weiß ich nicht, aber. Was in Gottes Namen ist das? Oh Mann! Es bewegt sich! Was? Das Ding! Bewegt sich! Hä? Tut der. Was macht er mit den Raben? Benutzt er die irgendwie als irgendwas? So kameramäßig? Das kommt mir so rüber, ey. Oh, hier ist sogar Silikon und so. Ja, ich weiß, was er da alles reinsteckt. Na los doch. Ah, hier, eine Leiter. Es wird gut, es wird alles gut. Sieh mal, das ist perfekt. Na komm, film los. Schwenk über den See, bis die Insel ins Bild kommt. Dann machst du einen Zoom auf den Leuchtturm. Ich habe das Gefühl, irgendwas kommt an meine Kamera jetzt. Da, unser Taxi. Los. Gehen wir lieber zurück. Ein Tag, was ist das? Ist er das? Keine Ahnung. Wir haben ja nur telefoniert. Woher wusste der überhaupt, was das Thema der Show ist? Ich habe gar nicht gefragt. Seltsam. Spielen wir einfach mit, okay? Hallo, Mr. Lonnet? Genau der. Ich bin Grantham Dumet. Alle an Bord und es kann losgehen. Das ist Mark. Mark? Aaron, Jamie. Ladies? Und das ist Kate. Schön, Sie kennenzulernen, Mr. Dumet. Ich bin schon gespannt zu sehen, was Sie hier für uns haben. Wir wissen das wirklich sehr zu schätzen. Es ist mir eine Freude. Sollen wir aufbrechen? Hätte ihn, seine Stimme ist gleich, aber der Typ ist anders. Danken. Gerne. War das Ihr Großonkel, von dem Sie... Machen wir uns auf den Weg. Ich erkläre alles später. Klar, natürlich. Sind verwandt wahrscheinlich, vielleicht deswegen. Schon geil. Du hast abgeholt so mit einem Taxi auf dem See in so ein Apartment auf einer Insel. Stabil für Serienmörder. Ja. Also wäre mir so gar nicht komisch. Normalste der Welt. Geld. Gehen wir zum Hotel. Bitte bleiben Sie zusammen. Das gilt für alle. Ist es hier gefährlich? Nein. Unfug. Sicher? Hört sich nämlich nicht so an. Es ist absolut sicher. Aber wenn sich jemand verletzt, dauert es, bis Hilfe kommt. Also bitte, Vorsicht. Ganz schön zugeknüpfte Angelegenheit hier. Gott. Hier entlang. Keine Sorge, um das Gepäck wird sich schon gekümmert. Aha. Wo ist die? Ich war nicht auf eine Wanderung vorbereitet, Mr. Dumet. Es ist ein kurzer Weg. Dauert nicht lange. Hast recht. Sicherheit nimmt er wirklich verdammt ernst. Aber übel. Von hier fernhalten will? Vielleicht ist die Frage vielmehr, was er da drin halten will. Jamie. Ich sag ja nur. Du guckst zu viele Horrorfilme. Er schätzt seine Privatsphäre. Das wussten wir von Anfang an. Das wissen wir seit 2 Stunden. Geh, bitte.
Mark, hol deine Kamera. Lass uns hier schnell ein Intro filmen. Ich brauche ein paar Aufnahmen auf das Haus zu, nicht die ganze Reise. Kate spricht in die Kamera. Ab da leite ich dich. In Ordnung? Keine Fotos. Keine einzige Aufnahme meiner Person. Verstanden? Ich schätze meine Privatsphäre. Keine Sorge, Mr. Dumet. Diskretion ist unser Motto bei Lonet Entertainment. Der übliche Intro-Kram, Charlie? Bitte. Das Licht ist gut. Ich bin bereit. Erin? Klingt alles gut. Okay, machen wir die Aufnahme. Ist Kates Gesicht soweit? Bitch, ich bin immer bereit für die Kamera. Ach, du bist ja so ein Scharfbolzen. Kamera läuft. Ton läuft. Und Action. Ich bin auf der Privatinsel, auf der es angeblich echte Artefakte von H.H. Holmes Schreckensherrschaft gibt. Ich begebe mich jetzt zu dem Haus. Perfekt, Kate. Jetzt dreh dich zum Haus und lauf los. So, das reicht. Und cut. Wir müssen jetzt wirklich weiter. Wie Sie meinen, Mr. Dumet. Hier lang. Machst du noch ein paar Aufnahmen? Natürlich. Wähle Weise. Mr. Dumet ist ganz schön streng. Habe ich gemerkt. Du musst dich hier umsehen, ohne dass er es merkt. Der Mann hat ein Recht auf Privatsphäre. Er verbirgt was. Und ich will wissen, was es ist. Was hast du vor? Was du damals mit den Cops in Glendale gemacht hast. Ernsthaft? Au, mein... Verdammt! Was ist passiert? Alles okay? Bist du über dein Ego gestolpert? Wir sollten sie ins Hotel schaffen. Ach, ich kann es kaum bewegen. Jamie, bleib bei ihr. Warum ich? Weil du Erste Hilfe kannst. Du hast sie doch zusammengepflegt. In Glendale. Oh, stimmt. Okay. Wir holen Eis und einen Verband und kommen zurück. Haben Sie das im Hotel? Ja, sicher. Dann gehen wir. Was ist los? Na los, ich erkläre es dir später. Im Hotel. Hast du wieder im Schauspielunterricht? Ja. Aha. Was will Charlie? Eine bessere Übersicht. Und wir sind die Späher, weil? Weil ich charmant bin und du das Sicherheitssystem umgehen kannst. Komm. Wieso einfach zurück? Ja, ob das wirklich eine gute Idee ist, wissen wir nicht, aber... Kann ich dich was fragen und eine ehrliche Antwort kriegen? Also ohne deine Klugscheißerei oder die ewigen Beleidigungen? Aha, hier liegt was auf Boden. Okay, sag die Wahrheit. Hier ist ein Schuh. Kann man die Show noch retten? Vielleicht, wenn sich hier so eine Art heiliger Gral an Material oder Information findet. Hältst du das für möglich? Nein. Im besten Fall kriegen wir gutes Schnittmaterial. Aber das rettet uns nicht. Und da hier ist irgendwas. Aha, eine Münze. Aha. Nice. Okay. Ist nur einmal so. Bisschen schwierig. Sehe ich gar nichts. Achtung, Kopf! Bin ja auch blind, gern. What is this? Aha. Hier ist nichts auf der Seite. Auf der anderen Seite.
auch nichts. Wir sollen die Insel erkunden. Ey. Aber wir kommen bestimmt in übelste Schwierigkeiten, habe ich das Gefühl, ey. Mir gefällt es auch nicht, dass wir hier rumspazieren. Er hätte uns echt mal vorwarnen können. Aber weißt du warum? Warum? Weil ich das mit der Rabe gesehen habe. Dass er die so Dinger. Ja, mutiert oder wie auch immer. Nicht mutiert, das wurde irgendwie so gemacht, dass es aussieht wie eine Rabe, aber so Kameras sind. Stirb, ja? Also es sieht so aus, dass man. Achso, ja. Ich denke, dass irgendwie so Kameras sind. Das macht ja auch Sinn. Wo wir am Anfang hier angekommen sind, waren da so Kamera, hat er auf uns ja gezeigt. Das macht alles so Sinn gerade. Vielleicht liege ich auch falsch, ich weiß es nicht, aber mir kam das so rüber. Aber es ist eine sehr gute Theorie auf jeden Fall. Ja. Und ich habe das Spiel nicht einmal gespielt oder irgendwo angeschaut oder gesehen. Also ich habe mich nicht spoilern lassen. Aha, ansehen. Was kann ich von ihm? Das hier? Ist eine Gondel? Den Hügel hoch und runter. Ja, aber was liegt am anderen Ende? Ich glaube eine Gondel, ich weiß nicht. Ja. Ja, okay, keine Gondel. So, sowas in der Art. Ja. Auch Zeit auf Gondel, glaube ich. Echt? Sah aus halt so wie ein Zug, so mäßig, keine Ahnung. Auf jeden Fall wäre es dumm, das jetzt zu benutzen. Ja. Leben Sie hier draußen auf der Insel? Verstecken? Ne? Familie? Meine Frau ist. Sie starb. Dani! Aus Verpeilt! Ist das eine echte Palme? Wurde die hierher verschifft? Ich habe uns nicht gesehen. Ich glaub, da war nur ein Auto zum Verstecken. Ach so. Okay, dann musste das, glaube ich, sein. Charlie direkt. Er ist gerettet. Naja. Das war seine Idee, also musste er auch ausbügeln. Okay, hier ist wieder riesig. Ah, da ist es mit der Gondel. Aber doch, das ist eine Gondel. Guck mal bei dir dort, was bei dir ist. Hier ist nichts. Hier ist ein Haus, aber... Hier kann man klettern, ich komme zu dir rüber. Hier ist verschlossen. Gibt es da irgendwo einen Eingang? Ne, hier kann man rüber klettern, glaube ich. Wie wär's mit da drüben? Zumindest aus. Diese alten Häuser, ey. Da offen? Ja, hier ist eine Lücke. Ich habe gehört, du bist auf Wohnungssuche. So, eine tote Maus. Oder so. Aber mega schönes natürliches Licht. Aha. Das ist mal eklig. Vorahnung. Wie sieht es aus? Das ist so ein Bild hier. Ah, okay. Was? Mittelmeerkreuz. Das war doch diese eine, gell? Die mit Charlie gegangen ist. Die liegt anscheinend tot auf dem Stuhl. Oder sitzt. Doch irgendwas. Hier ist ein Vögelbuch. Da ist noch was. Das ist der Typ seiner Familie. Der Kollege mag, glaub, sehr viele Vögel. Vielleicht ist das der Weg. Jetzt von der anderen Seite.
Müssen wir Gondel nehmen oder was? Na, wir müssen da klettern. Oh oh. Wenn ich in der Natur wandern wollen würde, wäre ich nicht in die Stadt gezogen. Dieser Scheiß gehört nicht zu meinem Job. Entweder hoch oder hier. Hier ist was bei mir. Ah, eine Münze. Dann hätten wir schon mal drei. Ich habe eine. Werden die nicht zusammengezählt? Laber nicht. Dann lass mich die aufheben, ey. Okay. Das ist so dumm wieder. Das erinnert mich an beschissene Zeltlager. Nichts, dann ist mir hier. Alles kaputt, was ist das? Kann man hier rüber? Nein. So, die Frage ist jetzt, wo gehen wir lang? Da oder hier ist auch noch irgendwas. Wenn ich das Auto bis hierhin bewegen kann, schaffen wir es rüber. Das Auto? Ist da irgendwas? Hier kann man hoch, hier ist eine Leiter. Warte mal, ich kann hier auch was machen, aber... Ansehen. Siehst du die Schalttafel? Die ist kaputt. Hier gibt es doch nicht mal Strom. Wenn die aufs Dach klettern und dann rüberspringen. Ah, da liegt irgendwas auf dem Boden. Ich geh mal kurz dahin. Ich weiß nicht, ob es eine Münze ist. Ich sehe es nicht, was das ist. Da liegen zu viele Blätter. Warte, ich komm. Da hinten. Da, andere Seite. Hä? Achso. Ja, es war eine Münze. Okay, perfekt. Aber die sieht anders aus. Bei mir hatte die vorhin einen Bär drauf. Oha, direkt 7 jetzt bekommen. Oha. Ich habe jetzt insgesamt 7 Münzen. Das war eine 4er Münze. Wenn du schon 2 hattest. Ja. Was müssen wir hier machen? Irgendwas mit dem Strom, glaube ich. Ich habe es nicht so richtig gerafft gerade. Ich meine Dinger, weil ich gedacht habe, man muss hier irgendwas machen. Also man kann nur klettern, habe ich gedacht. Aber man kann mit dem Strom, glaube ich, irgendwas machen. Was ist das hier? Da kann man nichts machen, nur Knöpfe. Kann man hier rüber? Nee. Nein, kann man nicht. Kann auch hier nichts drücken oder so. Kann man hier irgendwie reinklettern? Das muss dann, wenn man hier hochklettert, ja, ich glaube von hier, oder? Ja, und dann darüber verschlossen. Zack. Wahrscheinlich. Ja, und dann hier runter, jawohl, hier. Ich kann Strom einschalten? So, ja, das hat ja gefehlt, er hat gesagt, es fehlt Strom. Strom ist an.
Bewege den Waggon. Kommst du da aber jetzt raus? Ja, ja, ich bin raus. Von der Tür einfach. Glaubst du, du kriegst es zum Laufen? Eigentlich easy, geht es, zeigt mit den Pfeilen an. Erst links, dann rechts unten, dann links. Ja. Bei den ganz unten check ich es nicht. Was ist da? Weil da zeigt. Warte. Ah, beide müssen mit dem Pfeil. Ach so, okay. So. So. Ich hab's falsch rum verlegt. So. Kann ich. So. Und dann so wahrscheinlich. Ja. Na jawohl. Verdammt, bin ich gut. War überhaupt nicht leise so. Nein, nein. Ja, noch weiter hoch. Hörst du das? Da ist jemand. Verstecken? Wo lang? Ich hab hier was, hinterm Stein. Nur eine Person geht hier. Hallo? Wer bist du denn? Ich fick. Ist. Was ist das? Hä, was soll das sein? Irgendein Absatz. Schon viel besser. Ich musste es wohl nur kurz ausruhen. Ich bin in Ordnung. Wir haben eine Abkürzung gefunden. Sie müssen wirklich dort bleiben, wo ich es sage. Verstanden, Mr. Dumet. Alle sind hier. Gehen wir weiter. Bitte alle unter dem wachsamen Blick von Mr. Dumet bleiben. Klar? Kate. Was denkst du? Ein Ferienlager aus der Hölle. Egal. Wir kriegen schon noch raus, was er im Schilde führt. Mach dir keine Sorgen. Kommst du? Aha. Hast du Höhenangst? Vielleicht. Ja. Das wird schon. Der Typ gibt Millionen für ein Sicherheitssystem aus. Da wird er sich bestimmt eine sichere Brücke leisten können. Und hey, selbst wenn du abstürzt. Guck mal, das schöne, weiche Wasser. Wie es sich an die scharfkantigen Felsen schmiegt. Moment. Ist da unten ein Skelett eingeklemmt? Haha, Scherzkeks. Jetzt geh schon. Oh, das ist verdammt steil. Geht's? Oh Mann.
soll ich dich Huckepack nehmen? Aha, sehr witzig. Jetzt, nimm meine Hand. Wow, 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 langsam. Jetzt reiß dich zusammen. Komm schon, sei kein Weichei. Und? Kann den aber verstehen. Ja. Hoffentlich gibt's einen anderen Rückweg. Na los, Prinzessin. Wo sind denn alle? Tut mir leid, typisch Stadtmenschen. Na los, wir vergeuden Zeit, Leute. Das Gefühl, dein Gelb ist dieser Holmes. Das, wow, Mr. Dumet, was für ein fantastischer Ort. Ja, vielleicht doch kein verschwendetes Wochenende. Wer bist du denn? Was machst du da? Da war ein Mädchen. Da oben. Vermutlich dein einziger Fan. Und jetzt ist sie auf ewig fort. Du bist so ein Arschloch. Alles hier ist zerbrechlich. Seien Sie bitte vorsichtig. Warum ist er so hippelig, ey? Der Junge. Ey, Mann. Sieh nur. Das ist fantastisch. Das ist heftig. Würden Sie sich bitte alle hier eintragen? Wir sind nicht vollzählig. Der Rest kommt bestimmt gleich und wird auf die Zimmer gebracht. Catch mein Koffer bremst alles aus. Aaron, Zigaretten. Blauer Rucksack. Machen Sie sich frisch, wir sehen uns dann zum Abendessen. Um 8. Mr. Dumet, ich kann Ihnen gar nicht genug danken. Das ist einfach fantastisch. Habe ich nicht gesagt, dass es ein guter Plan ist? Ich hab's gesagt. Wie ist es jetzt, das Hotel? Das schaut so aus. Kurator? Bist du's? Nein. Der Omi. Echt ist? Was ist für ein Omi? Aber warum zeigen die jetzt eine Omi? Oh, da bist du ja. Arbeit, Arbeit, Arbeit. Du warst den ganzen Tag fort. Und ich mache mir hier Sorgen. Den ganzen Tag weg, ohne ein Wort von dir. Wie Halsosse. Das ist mein... Oh! Sorry. Du bist schreckhaft. Oh mein Gott, ich wechsle besser die Unterwäsche. Wow. Ich glaube, wir sind hier nicht allein. Kate hat im Fenster ein kleines Mädchen gesehen, als wir draußen waren. Das habe ich auch. Ein Mädchen. Mr. Dumet hat bestimmt Familie, Angestellte, Freunde. Wer weiß? Trotzdem, mir läuft's hier eiskalt den Rücken runter.
Es ist einzigartig. Hast du gesungen? Oh, ja, das ist mein Keine-Angst-Lied. Das ist mein Keine-Angst-Lied. Ich sing, damit mir nichts geschieht. Funktioniert nicht. Ach was. 181. Ich bin wohl direkt um die Ecke. 183. Das ist meins. Okay. Okay. Die sind noch alle so getrennt. Verlauf dich nicht. Schrei einfach, wenn irgendwas ist. Danke. Na klar. Du musst keine Angst haben. Wobei, hey. Ja? Warum wartest du nicht kurz? Ich pack aus und dann suchen wir dein Zimmer. Weiß nicht, an diesem Ort sollte man lieber nicht allein unterwegs sein. Ja, danke. Richtig schlau. Bestimmt verlaufen. Ist nur ein Gang, Süße. Regel Nummer 1 befolgt. Und da wären wir. Tja, es ist gemütlich. Minimal besser als eins dieser japanischen Kapselhotels. Ach komm schon, es könnte schlimmer sein. Wie unser Zimmer in Topeka. Nein, aus. Das habe ich verdrängt und will nie wieder daran denken. Wegen der Kakerlaken? Wegen deines Schnarchens. Wo ist das Bad? Was? Oldschool. Ekelschool. Was, wenn ich nachts pinkeln muss und Charlie gerade eine Sitzung da drin abhält? Dann gibt es wohl auch keine Minibar. Oh? Da lagst du falsch. Was ist das? Wein, du Spezi. Aber wenn wir jetzt trinken, findet Charlie es raus. Liest mir die Leviten und ich stehe als Depp da. Wieder mal. Ja, sowas macht er. Aber sind nicht im Dienst. Bis wir den Dreh vorbereiten. Was betrunken schlecht geht. Ich sag ja auch nicht, dass wir uns vor der Arbeit die Kante geben müssen. Warum tust du das? Ich hab Durst. Und du bist süß, wenn du trinkst. Das ist kein Wein. Aber ich... Süß? Du findest mich süß? Hm? Oh. Nimm meinen, falls du Herpes Roulette spielen willst. Danke, aber ich finde meinen. Wo ist er hin? Er ist ganz da hinten an der Wand, siehst du? Alles okay? Scheiße! Willst du mir Angst einjagen? Nein! Ach, weil... Klappt echt gut. Wieso bin ich jetzt so stoned oder so? Stauballergie, glaube ich. Asthma? Ich habe Asthma. Seit wann hast du denn Asthma? Von Geburt an. Normalerweise macht das auch keine Probleme. Ich muss nur vorsichtiger sein bei Staub und Pollen und wenn ich zu Tode erschreckt werde. Ich bin Arsch. Du wusstest es ja nicht. Alles gut. Wirklich. Sicher? Sicher. Ich bin sicher. Also, ja. Gemütlich. Weißt du, dass sie Asthma hat? Probierst du das echt? Und jetzt bist du vergiftet. So schlimm ist es nicht. Du lügst nicht. Er ist piquant. Fast ein Klassiker. Sicher? Ich schmecke Eichenfassbouquet, ein Hauch von Zitrusnoten. Oh. Und ich würde sagen, ein kräftiger Schwung schimmeliger, vollgeschwitzter Sonne. Oh mein Gott. Oh, lecker. Ich hasse dich. Du lügst wie gedruckt. Oh, entschuldige. Ich dachte, du meinst das mit dem Süßsein. Wirklich? Falls ich rot werde, war das der Wein.
Nicht, weil ich schüchtern bin. Ich schwöre es. Wirklich. Wollt nicht, dass du dich komisch fühlst. Was? Nein, alles gut. Ich bin wirklich kein verschrecktes Reh. Charlie stellt mich nur immer so hin. Ah, ich weiß. Deswegen mache ich dich auch so an. Jetzt gut, trinkt euer Wein ab ins Bett, Ade. Also, würdest du lieber diesen Glibber trinken, als all die Signale erkennen, die ich dir schicke? Ich will sehen, let's go. Was wird das? Oh mein Gott. Hä? Oh, du Bitch. Ich verarsch dich doch nur, ich will dich seit Monaten küssen. Ich hatte bloß Angst vor dem ersten Schritt. Ah, lala. Lass was mit Schmackes hören. Let's go. Oh, sorry. Die geht direkt auf Hardcore, ne? Wer ist das? Machst du hier draußen jetzt einen auf Perverser? Sorry, störe ich euch gerade bei irgendwas? Wir haben nur was getrunken und über dich gelästert. Wie bitte? Naja, deswegen hast du doch gelauscht, oder? Um zu hören, ob wir über dich reden. Ich... War nur Spaß, Charlie. Mach dich locker. Mir ist egal, was ihr da treibt. Dann lunger nicht rum. Ich finde mein Zimmer nicht und brauche eine beschissene Zigarette. Die komischen Dinger da sind Zahlen. Sie steigen der Reihe nach auf und ab. Danke, ich war gerade da unten. Gib mir 10 Minuten, dann habe ich einen groben Plan für die erste Einstellung. Wir haben den ganzen Abend. Geht das nicht nach dem Essen? Ich will mal kurz entspannen, nach der krassen Wanderung hierhin. Nach dem Essen will ich drehen. Ihr habt 10 Minuten. Okay, wir kommen gleich runter. Oh, Aaron, hab die blaue Tasche gecheckt. Keine Zigaretten. Ich hab sie da reingetan. Dann zeig's mir mal. Vielleicht ist einer von uns beiden farbenblind und weiß nicht, was blau ist. Sind wir fertig mit unserem Gespräch? Toll. Cool. Viel Glück bei der Zimmersuche. Jetzt die alleine, also. Komm, na komm los, los. Hä? Warum flüchten die? Wo zur Hölle gehen die hin? Oh shit.